Moin Leute, es ist Perlo hier, herzlich willkommen. Erstmal brav zuhören jetzt. Promotz ist wieder da. Freue ich mich tierisch drüber. Heute längere Folge wegen PlayStation 3 und zum ersten Mal mit Lenkrad mit dem Logitech G920. Ist das richtig? Driving Force irgendwas? 920 war das, ne? Den muss ich mal umdrehen. Ja, G920. Und ich habe schon ein bisschen gespielt mit dem Lenkrad. Ja. Selber schuld. Der Content wird trotzdem nicht besser, aber ich versuche so weit wie möglich anständig zu fahren. Natürlich raste ich manchmal aus. Auf geht's. Boah, hab ich mich erschrocken, du alte Helga, ey. Komm, Helga, lassen wir mal drinne. Für eine Tour oder zwei. So. Ich habe mir eine Tour rausgesucht nach Metz. Ich möchte mit euch nach Spanien fahren, weil das wird echt eine lange Erzähle. Weil die PlayStation 3 war so gesehen die erste richtige Konsole, wo ich komplett alleine finanziell das alles immer stemmen konnte wegen Spielen und sowas. Und deswegen wird es da ein wenig Palaver mehr geben. Ach du Scheiße, ich muss mal wieder aufräumen. Hier in Dortmund. Ich war vorher in Spanien. Allerdings muss ich dazu sagen, dass dort es Theater gab. Bin einmal durch die Luft geflogen. Ja, Helga, ich mach dich gleich aus. Du gehst mir nämlich auf den Käppen. Und zwar genau jetzt. So. Moment. Geistig, genau. Option. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Die letzten drei. Was mache ich denn da? Die letzten drei Teile sind ja ganz gut gelaufen. Es kommen. Ach, das ist so. Ah. Es kommt noch eine Folge andere Konsolen und einmal PC. Und PC wird auch so ein Monster-Ding werden. Das werde ich höchstwahrscheinlich in mehrere Teile haben. Deswegen lehnt euch zurück. Schreibt zwischendurch in die Kommentare und wenn das Video fertig ist, drückt der Enter und schickt das da weg. Ja. Könnt auch gerne meinen Fahrstil bewerten. Es ist heute wieder mal eine Monsterfolge. Es tut mir unendlich leid. Gerade falls es mal lecken sollte, was nicht der Fall sein kann. Ich lade gerade Assassin's Creed hoch. Für euch. Oh Gott, wo habe ich mein Handy hingeworfen? Ah, ich werde gleich anfangen, wenn wir die Tour da haben. Es ist 3. Juni, 1.26 Uhr. Ja. Und ich habe wirklich, ich habe hier meine Spiele durchgeguckt, in meiner Erinnerung gekramt. Ich habe sogar bei Facebook einen Kollegen angeschrieben, um zu wissen, wie das eine Spiel hieß, aber wir wissen es beide nur noch, dass es von einem gewissen Film war, aber kommen wir gleich noch drauf. So, ja, leck mich an die Füße, da halte ich jetzt nicht mehr durch. So, dadurch, dass hier ist die PlayStation-Version dieses Lenkrads, es gibt hier die Pfeiltasten, nicht diese komischen Knüppel da, diese Sticks da, hier von dem PlayStation. Deswegen das hier ist nach vorne. Ich kann nach rechts, links und nach hinten gucken. Hinten ist laut des Todes. So. Ich sag euch vorher, wie ich das gleich erzähle, es hat keine spezielle Reihenfolge. Und wenn ich beim Zahnarzt war, Abdrücke machen und mein Gebiss fertig ist, das hört sich so alt an. Aber wenn meine Zähne fertig sind, gibt es auch mit Facecam. Und mit Overlay extra für YouTube. Ja. So. Das ist Automatik. Ich schalte nicht selber, weil ich einfach nicht den Bock da gerade habe. Ich gebe gerade mal ein bisschen Gas. So. Können wir ein bisschen niedrigtourig fahren. So. Ich freue mich schon, wenn wir wieder online spielen können und alle zusammenfahren. Da habe ich echt Bock drauf, also wirklich Bock drauf. Ah. So, und dieses Lenkrad wurde gesponsert und zwar von Jessica zum 10-jährigen Beziehungsjubiläum. Ich komme günstiger weg, aber nicht minder schön, glaube ich. Jessica malt ja gerne, die kriegt von mir eine richtige Staffelei mit allem Zeug da. Ja. Ich kenne mich damit nicht aus, da muss die Frau mitkommen. Kann ich nicht sagen. Ja. So, hoffe ich mal, dass die Tour nach Metz noch da ist. Weil ich will mit euch nach Spanien runter. Jo, ist sie. Das ist die erste auch noch. Können wir noch ein bisschen was ändern. Ich finde die hübscher. Machen wir.
So, wo steht denn der wunderbare Auflieger? Zeigt er mir auf dem Navi noch nicht an. Nach vorne gucken. So. Oh, dieses Gerappel am Lenkrad, daran werde ich mich nie gewöhnen, aber das Lenkrad schlägt auch zurück und so weiter. Ist alles wunderbar. Ich habe da richtig Spaß dran. The Crew kann ich nicht spielen, bin ich zu blöd für. Ich gebe zu stark Gas. Formel 1 ist noch lustiger. Da bin ich Monaco gefahren im Discord. Ja, ich kann euch wie folgt vorstellen. Es gab, glaube ich, zwei Runden von 20 oder ungefähr 20, die nicht in einem Boxenstopp endeten. So. Haben wir. So, dann fangen wir auch mal direkt an. Ne? Direkt ist gut. Ne? Ich habe euch jetzt ganz schön hängen lassen. Und das erste Spiel, was mir eingefallen ist, das war Little Big Planet 1 und 2. Das habe ich mit Jessica übelst viel gespielt. Das hat mir übelst Spaß gemacht. Wer es nicht kennt, du spielst so ein Säckchen. Und das ist echt süß. Das ist so Jump'n'Run, Rätselspaß. Herrlich. Also ich empfehle es jedem, weil es ist einfach ein herrliches Spiel. Es macht auch übelst Laune. Also wirklich, ich fand das Spiel immer toll. Klar, bei dem Spiel kann ich auch ausrasten, wie bei jedem anderen auch. Aber, ne? Das war aber das erste, was mir eingefallen ist, wegen mit Jessica spielen und so weiter. Aber ein Spiel, das bleibt ewig dort meine Nummer 1 oder mit das beste Spiel für meinen Augen, war Metal Gear Solid 4. Ich habe dieses Spiel rauf und runter gezockt. Also wirklich rauf und runter gezockt. Kleines Beispiel, ich war mit einem Kollegen auf dem Weg zu seiner Schwester, die lebt in Österreich. So, und jetzt war es so, weil ich bin noch unerfahren am Lenkrad, ne? Habt ein wenig Geduld. Anyway, auf jeden Fall hat er gesagt, kannst du, das fand ich sowieso so geil, ein Stück mitkommen. Weil wir so ein Stück. Ja, ich würde dich da mit dem Schwager von mir alleine lassen. In der Höhe von Frankfurt. So, ja, von mir aus. Ne? Hab das absolut nicht verstanden, aber hinterher doch. Weil er wollte ursprünglich dort ein paar Tage verleben, weil wir dort ein paar Freunde haben, mit denen wir auch zocken wollten. Und warum ist hier auf der Autobahn 50 erlaubt? Das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht muss ich wieder auf so eine Spurwechsel machen? Ne, ist einfach wieder nur Buggy. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es 80 ist, aber werden wir rollen lassen. Auf jeden Fall habe ich die PlayStation mitgenommen. Und gut, dass ich es gemacht habe. Einfach aus einem simplen Grund. Ne? Es war arschlangweilig. Der Schwager, der war gut 15 Jahre älter wie ich. Also ich bin jetzt 35. Ja, könnt ihr euch ausmalen. Auf jeden Fall hatte ich genug Geld mit und ich konnte mir ein Spiel holen. Da habe ich mir Metal Gear Solid 4 geholt. Und mir war egal, was der gemacht hat. Der das Haus abflimmen können. Solange der Fernseher noch funktioniert, die PlayStation noch funktioniert und ich in Ruhe zocken kann, war mir alles egal. Wirklich. Also ich hab's rauf und runter gespielt. Und überhaupt, wer die anderen Teile geguckt hat, weiß, ich bin Metal Gear Solid Fan. Und es war einfach. Ist einfach mit mein Lieblingsteil. Also mega Laune gemacht und das ist einfach Hammer. Der alte Snake da, ne? Der alte Zack. Mega geil. Auch was ich, wo ich alle Teile von gespielt habe auf der PlayStation 3, das war Bioshock. Bioshock gefiel mir das. Boah. Bioshock hat mich so mitgenommen. Also der erste Teil. Also bei manchen Rätseln habe ich fast gekotzt. Also da war schon so Alt F4-Momente bei.
wo man einfach den Controller weggelegt hat und sich was zu essen gemacht hat oder mit Freunden getroffen, aber dann hinterher wieder an der Konsole saß und wieder am Daddeln war. Ich bin normalerweise kein Consolero mehr, so in der Form, aber für Bioshock schmeiße ich auch nochmal die PlayStation 3 an. So ist es nicht. Also, obwohl ich ja jetzt auch alle Teile für den PC habe, aber da komme ich sowieso. Das muss ich dazu sagen. Einige Sachen gibt es auch auf PC, aber die habe ich halt als erstes da gespielt oder auch dort gespielt. Und also auf der PlayStation 3. Deswegen verzeiht mir das. Ihr werdet da noch bei PC, das muss ich aufteilen irgendwie. Und ich weiß noch nicht, in welche Sparten. Weil einfach, es geht nicht anders. Es geht absolut nicht anders. Weil sonst hängen wir hier wirklich 2, 2,5 Stunden. Und mir kann einer mal sagen, warum beim Speichern ich immer so ein kurzes Standbild habe. Das kotzt mich tierisch an. Schon alles versucht. Und Bioshock. Beim ersten Teil wirklich, ich war hin und weg. Beim zweiten Teil, normalerweise dachte ich mir immer so, boah, der zweite Teil ist meistens Kacke. Ich war trotzdem hellauf begeistert und war da am Zocken. Bei Infinite, ich war echt überrascht. Wir sind ja, unter dem Meer raus. Ne? Wir hängen in keiner Kuppel oder sowas. Sondern sind diesmal tatsächlich praktisch in der Luft. Und ich war baff. Bei Infinite, mega geil. Habe ich leider nie durchgespielt. Werde ich aber noch. Definitiv. Allerdings an der PlayStation. Das werde ich euch nicht antun. So. Jetzt geht's natürlich weiter. Und da kommt jetzt auch ein Spiel, das ist ein bisschen in der Kritik bei Steam. Ja, ein gutes Rockstar-Game und zwar GTA 4. GTA 4. Mega. Ich habe mir damals einen Kumpel ausgeliehen. Frankie, Grüße gehen raus. Mega. Ja. Das, ich habe da wirklich richtig lange dran gesessen. Und ich kratze ja gerne, wenn ein Spiel richtig geil ist, kratze ich das aus. Das heißt, ich hole mir jedes Achievement, ich hole mir jeden Blödsinn da, ich mache allen Quatsch mit. Und alle Sidequests etc. Und das war eins der Spiele davon. Ich habe sogar Platin, glaube ich. War das bei der PlayStation 3 oder 2? Egal, auf jeden Fall 3 war das. Gespielt. Geliebt. Fertig. Na? So, und GTA 4 jetzt momentan schlechte Rezession bei Steam, weil wegen Update. Ha, Update. Patch, der alles kaputt gemacht hat, wegen deren scheiß Rocket Launcher. Rocket Launcher. Ja, dem Rockstar Launcher. Rocket Launcher. Ich habe vorhin die. Ist egal. Auf jeden Fall, der ist sowieso behindert des absoluten Hasses. Ganz ehrlich. Bis ich das letzte Mal Red Dead Redemption 2 ans Laufen gekriegt habe, es war einfach die Kotze hoch 10. Also wirklich, ey, macht diesen Dreckslauncher wieder weg. Der ist unnötig und blöd. Für die paar Spiele, die ihr da habt, mit L.A. Noire und noch Bully dabei, die GTA-Teile, Red Dead Redemption, ja, könnt, vielleicht habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, könnt ihr euch in den Arsch hauen. Echt ohne Scheiß, ey. Unnützester Haufen. Egal, auf jeden Fall GTA 4 hat mir mega Spaß gemacht. Ich gehe jetzt auch direkt auf GTA 5 ein. Nämlich das habe ich auch als zum allerersten Mal auf der PlayStation 3 gespielt. Und ich habe es gefeiert des Todes. Und das Harte ist, das war noch nicht mal meine PlayStation, sondern die von Jessica. Hat man einen weiblichen Charakter für sie gemacht und hat man nicht gesehen. Und mir ist da alles in den Arsch gepulvert worden. Weil die alle gedacht haben, yo, ist ein Weibchen. Man hat mir hier. Man hat mich. Rennen gewinnen lassen, was nicht. Also ich habe das natürlich dankend angenommen, habe immer gedacht, ja, schön. Ich habe das nicht aufgelöst, weil mich keiner gefragt hat. Ja. Juckt mich doch nicht. Ja. Aber ich habe da also wirklich lange dran gehangen. An GTA 5 bin ich ja heute noch am PC dran, aber an der PlayStation. Es hat mega Spaß gemacht. War auch schön. Klar, es gab keine Ego-Sicht etc. Aber ich muss sagen, es hat dem Spaß keinen Abbruch getan, also ehrlich nicht. Dann kommen wir zu einer meiner Lieblingsspiele-Serien exklusiv auf der PlayStation, was ich traurig finde, weil ich hätte das so gerne als PC-Version, und zwar Killzone. Und zwar Killzone 2 und 3, vor allem 2. Ich fand 3 auch gut, aber 2 war einfach geil, schon auf der PlayStation vorher Killzone 1 gespielt. Killzone 2, alter Vater, ey. Ja, man kann da auch so à la
Battlefield diese Online-Gefechte machen, einer größeren Anzahl von Spielern. Und es hat so viel Spaß gemacht. Also wirklich Spaß gemacht. Also ich habe da zeitweise gesessen, 6, 7 Stunden am Stück. Also wirklich, habe mir das da reingeballert. Normalerweise war ich ja nie so der Freak, außer bei Battlefield. Ja. Da komme ich auch noch gleich drauf, keine Sorge. Da habe ich wirklich bei Killzone da gehangen. Mir einfach nur gedacht, leck mich am Arsch. Singleplayer, Geschichte, episch. Hätte man verfilmen können. Und dazu dann noch, ja, ein Multiplayer, der astrein war, der richtig sauber war. Keine Wünsche offen geblieben. Beim dritten Teil fand ich die Geschichte ein bisschen doof. Muss ich ja ganz klar sagen. Ja, aber so war es auch ein geiler Teil. Also es war Killzone. Ja. Mega geil. Was ich auch gespielt habe, als allererstes dort, war Borderlands 2. Und das Harte ist, ich habe es nicht durchgespielt. Und zwar war kurz darauf, war das Spiel ich glaube, in einem Free Weekend bei Steam. Dann habe ich es da gespielt und hatte dann das Spiel runtergeworfen und hatte den Speicherstand nicht mehr. Nevermind. Aber ich hatte viel Spaß mit dem Spiel, vor allem mit Schieß mir in die Fresse und Arschgaul. Also das sind heute noch, glaube ich, so kleine Insider in Anführungsstrichen, die mega geil waren. Und gerade bei Borderlands 2, ne, also man kann da auch alles auskratzen. Habe ich immer noch nicht durchgespielt. Ich habe bisher nicht ein einziges, doch Borderlands 1 habe ich durchgespielt. Ich habe nicht ein einziges Borderlands bisher durchgespielt. Weil immer mit den Leuten, mit denen ich das zusammenspiele, entweder sind es absolute Arschlöcher. Und ja, falls du mit mir Borderlands gespielt hast und du fühlst dich gerade angesprochen, ja, dich meine ich. Egal, ne, alle. Ah. Ich hab aber. Nee, hast nicht. Oh, fertig. Ich mag das nicht, wenn man sagt, wir spielen das zusammen durch. Ich habe nur. Du kommst online und derjenige sagt, ich habe nur. Und an der PlayStation war das so. Ich habe alleine gespielt, ich hatte meinen Spaß und es war geil. Momentan bin ich auch mehr so auf die Singleplayer-Schiene, weil mir viele, viele, viele Leute auf den Sack gehen. Bitte keinen Bug. Bitte. Nicht wieder irgendein Bug. Ich habe da echt keinen Bock drauf heute. Es ist tatsächlich wieder eine Vollsperrung. Herrlich. Lässt du mich rein? Das heißt nein, oder? Ach ne, vor mir hängt ein Auto halb. Ja, das passiert. Das war vorher so. Oh, Bus, fahr vor. Reißverschlussverkehr, wir halten uns an die Regeln. Oh ne, willst du nicht? Oh, selber schuld. Gut, die da hinten bleiben eh stehen. Habe ich irgendeinen Schaden? Außerdem im Kopf? Nö. Ah, wir kommen aber trotzdem hierher. Ja, das ist ja gut, oder? Ne, wir müssen hierher. Nevermentos. Kriegen wir auch noch hin. Fahren wir halt hierher. Sorry, ich wollte ihn da nicht anfahren. Aber bei Borderlands, ich finde die Geschichte geil. Ich finde die Art des Spiels, dieses Comic-Stil, den finde ich auch geil. Kann ich mir aber nicht immer geben. Weil ich werde auch jetzt hier Spiele bringen, die ich gespielt habe, die ich kacke fand. Ne? Oder gekauft habe, gespielt habe und einfach nur gedacht habe, gut, in welchen Toaster schmeiße ich das jetzt rein? Oh, ne? Was nicht dazu gehört, also in den Toaster, ist Deus Ex Human Revolution. Ich, durch Jens, Namensvetter, ne, Grüße gehen raus, bin ich auf das Spiel aufmerksam geworden. Direkt am Release geholt für die PlayStation. Ich glaube, eine Woche später oder so hatte ich es durch. Ne, ich hatte wirklich, wirklich Spaß in dem Spiel. Viele sagen, ist voll kacke, Mankind ist besser. Ja, Mankind habe ich auch nicht auf der PlayStation gespielt und auch nicht auf PC. Und ich finde das Spiel geil und damit hat sich das. Ja, ich habe
ein paar Leuten so erzählt, welche Auswahl ich für dieses Video hier getroffen habe. Die haben es alle, jedes Spiel durchkritisiert, ey. Ja, dann spielt doch weiter euer Fortnite. Echt ohne Scheiß. Das geht ja gar nicht. Von Deus Ex Human Revolution ist eins der Spiele, wo ich echt überlegt habe, das mal zu Let's Playen. Weil es gibt ja, ich habe es auch auf PC und mir gefällt es übelst gut. Ja. Relativ futuristisch. Man kann mit durch Level sich Perks reinballern. Ne? Man wird halt immer mehr zur Maschine in Anführungsstrichen. Es ist mega geil. Ja. Hat übelst Laune gemacht. Ja. So, um das mal komplett abzufrühstücken. Ich habe jedes erschienene WWE-Spiel auf der PlayStation 3 gespielt. Persönlicher Liebling, WWE 13 hieß das nur. War CM Punk vorne drauf. Gibt bessere, fand das aber am tollsten. Ne? Meiner Meinung nach. Ja? Wenn ihr eine andere habt, ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere da auch gerne mit euch. Ja? Hab keinen Bock immer mit irgendwelchen Leuten da dann über meine Videos zu quatschen. Ich würde darüber lieber gerne mal schreiben. Ja? Ja. Und damit haben wir die schon mal abgefrühstückt und ich muss hier raus. Es tut mir unheimlich leid. Ich habe gerade auf die Liste geguckt, die ich mir gemacht habe. Ja, hör mal auf. Und habe gedacht hier, wow, was machst du denn da? So, was ich auch eine richtig geile Spielereihe fand, war Uncharted. Also finde ich heute noch. Uncharted, mega geil. Mega geil. Wirklich. Bei Frankie, meinem Besten, ne, ich heute noch so, der könnte mich nachts um 3 Uhr anrufen und, ne, ich wäre da. Ungelogen. Gesehen, selber gespielt, gefeiert des Todes. Wirklich gefeiert des Todes. Also, ich fand den Humor da drinne cool. Das Gameplay, klar, es gab hier und da ein paar Bugs, welches Spiel hat das nicht, mein Gott. Aber mega geil, also wirklich, ey, da bin ich immer hyped drauf. Das ist einer der wenigen Gründe, warum ich mir eine PlayStation 4 holen wollte. Aber, ne, ich warte jetzt auf die 5. Und da hoffe ich, dass was Geiles rauskommt. Uncharted technisch. Da hätte ich mega Bock drauf, also wirklich Bock drauf. Das ist so geil. Uncharted ist ja so ein bisschen, ja, angelehnt an Indiana Jones, sage ich jetzt mal. Und ich bin kein Indiana Jones Fan, muss ich dazu sagen. Und aber da, boah, ich war begeistert, ne? Und ich weiß noch, ich habe beim zweiten oder dritten Teil, ey, da hätte ich. Den habe ich gefühlt in einer Nacht durchgeballert, ne? Ich muss mal nachgucken, wie viel. Ich kann gar nicht pennen. Ah, ist auch nicht schlimm. Egal. Dann hätte ich auch gar nicht tanken brauchen. Ich wollte das alles hier in einem durchmachen. Total sinnfrei. Aber das kommt durch das Reden. Auf jeden Fall Uncharted. Wirklich toll. Und das fand ich damit so hart, dass einige gesagt haben, ja, reines Bugspiel, geschichtsmäßig absoluter Müll, ne? Nichts davon ist richtig überliefert, bla bla bla. Ja, aber dann siehst du bei der PlayStation so, yo, spielt gerade Assassin's Creed. Ja, leck mir doch den Hoden. Ne? Apropos Assassin's Creed, also das erste Assassin's Creed, was ich wirklich gezockt habe, war auch beim Frankie, Brotherhood. Da haben wir Platin drauf geholt. Das war die Hölle auf Erden. Aber es war schön. Ich war hinterher mit dem Headset für die PlayStation mit einem verbunden, mit dem habe ich gelabert, und mit einem Arbeitskollegen am Handy. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich das machen musste für eine Online-Sitzung, da irgendwas, was ich was. Mache dieses, jenes, das und dann hau ab. Und als wir das dann hatten, war es fertig. Aber ich habe dann hinterher auch die Story gespielt. Ich fand die super. Ja. Das hat mir riesen Spaß gemacht.
die anderen beiden Teile, die ich auf der PlayStation gespielt habe, außer den Zweier jetzt, ne, da habe ich die Game of the Year Edition auch für die PS3, weil das habe ich vorher schon mal woanders irgendwo gespielt, glaube ich. Kann das am PC gewesen sein? Ich weiß es nicht mehr, aber ich bin da relativ unsicher. Auf jeden Fall war Black Flag und Rogue. Nee, das stimmt nicht. Black Flag habe ich nicht an der PlayStation gespielt. Stimmt. Habe ich auch durchgestrichen. Rogue. Ich habe Rogue gefeiert des absoluten Todes. Also es war so, dass ein Kollege von mir das Let's Played hat. Und ich da kurzzeitig reingeguckt habe. Na? Und ich fand... Ja, okay. Ne? Und dann hatte mir Jessica das geschenkt, zusammen in so einer Ubisoft-Box mit Watch Dogs 1. Und ich war überrascht, dass ich das doch so viel gespielt habe, ganz ehrlich. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Ne, Watch Dogs komme ich noch später zu. Weil jetzt fällt mir natürlich ein Spiel mal erst ein, wo ich echt überrascht war, dass ich das spielen würde. Ihr müsst euch vorstellen, ich war zwar immer so für Medal of Honor und sowas zu haben, aber es gab ein Spiel auf der PlayStation, der zwei Spiele von einer Reihe, wo ich komplett eskaliert bin. Und das war Battlefield Bad Company 2 und Battlefield 3. In meinen Augen immer noch die besten Battlefields, alle beide. Ja. Muss ich ganz klar so sagen. Mega geile Spiele, sollte man gespielt haben, sind wirklich All-Time Classics. Also diese beiden Teile sollte man gespielt haben. Keine Sorge für die COD-Leute hier, kommt auch noch was. Ja. Bis Battlefield 1 fand ich kein Battlefield gut. Hardline fand ich kacke, 4 und 5 habe ich noch nicht wirklich gespielt, habe ich mir aber angeguckt, bin da nicht so begeistert von gewesen. Aber bei Battlefield 3 war es am schlimmsten, weil ich habe da auch in der Liga gespielt. Ja, wirklich Ligaspiele, und zwar jeder hat nur ein Leben. Matchzeit ist auf 2 Stunden begrenzt. Riesige Map, 16 gegen 16. Leute, da wird mal die Metro zur Camperrunde. Wir haben nie gestürmt, nie. Na, und die Gegner auch nie. Wir sind dann Zweiter oder Dritter am Ende geworden, aber das war mega geil. Waren irgendwie knapp 70 Teams und gegen jedes musste man einmal spielen. Und die besten 16 dann rauszukriegen. War mega geil, hat echt Spaß gemacht. Und Bad Company, ich glaube, bei Bad Company 2 war das einzige Spiel, wo ich wirklich mal gedacht habe, ich spiele nie wieder was anderes. Ich habe zwar andere Spiele auch gesucht, bis zum geht nicht mehr, aber bei Bad Company 2 war wirklich so, ich habe gedacht, ich spiele nie wieder was anderes. Ja. War richtig heftig, richtig, richtig heftig. Und ich fand die Singleplayer-Kampagne auch mega gut und klasse. So, noch zwei Spiele, die ich richtig gerne gespielt habe, und zwar Saints Row 3 und 4. Bei Saints Row 3, ich glaube, da war das Forzglas. Was war da der Dildo? Ach, keine Ahnung, da blickt doch keiner mehr durch. Bei Saints Row 3 habe ich mega gerne gespielt. Ne? Fand ich richtig gut, richtig geil. Und Saints Row 4 hat sich ja selber nicht ernst genommen. Muss man ja ganz klar sagen. Und ich hatte letztens so die Hoffnung, dass Saints Row auf Epic gratis. Ne? Der vierte Teil. Obwohl Jessica hat den. Ich kann den über die Family Share bei Jessica auch spielen hier. Bei Steam. Aber trotzdem, ne? Hätte ich mega Bock drauf. So, das zu haben. Aber ist eine andere Sache. Jedenfalls Saints Row. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Es war... wirklich eins dieser Spiele. Oder Spielereien. Wo der Singleplayer eigentlich kackegal war. Wo man wirklich nur durch die Welt geeiert ist. Gerade beim Vierer. Ja. War die Geschichte scheißegal, das ist wie bei Just Cause. Ne? Bei Just Cause 3 und 4, wer da gesagt hat, yo, ich spiele das Spiel wegen der Geschichte, ist für mich geistig behindert. Die Geschichte ist pure Scheiße. Ne?
Da ist ein Rambo-Film anspruchsvoller. Ja. Und aber gerade Saints Row, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so viel Zeit drin verbracht. Ich weiß gar nicht, warum ich Saints Row 4 nie durchgespielt habe. Weiß ich nicht. Ich glaube, da war irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Naja, auf jeden Fall Watch Dogs. Natürlich Watch Dogs. Und zwar der erste Teil. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Habe ich in dieser Uplay-Box bekommen von Jessica. Ich glaube, zu Weihnachten oder Geburtstag. Die kam damit an. Und Watch Dogs ist ja auch klassisch Open World und bla. Und ich fand erstmal dieses Hacken interessant. Okay. Wer selber schon mal in Anführungsstrichen gehackt hat, das ist eigentlich ein Skripten. Das wird nicht visuell gezeigt. Aber ich fand es interessant. Gut, die Geschichte war ein bisschen behindert. Und auch zeitweise brutal unlogisch. Aber sie war geil. Und es machte auch Spaß. Ich weiß auch, wie ich das erste Mal. Ich war im Multiplayer, also nicht im Multiplayer. Ne? Man hat das halt an. Man kann ja selber gehackt werden. Da machte einer in der Stadt einen Blackout. Sämtliche Lichter gingen aus und was nicht alles. Ich hab mich so erschrocken. Mega geil. Mega, es war super. Ne? Der war richtig ultra. Und bei Watch Dogs, wirklich, ich hab da mich hochgespielt, so in diese Top 1% in Anführungsstrichen. Ich habe zeitweise 10 Stunden am Tag, das war ja nicht wie beim Zweier, 10 Stunden am Tag an derselben Stelle auf einem Hausdach gehangen und habe geguckt, ob mich einer hackt. Der muss ja direkt einen Sichtkontakt zu mir haben. Den hat der von nirgendwo anders. Das war eine spezielle Stelle. Ich sag extra nicht, wo die ist. Ja. Hab da auf dem Dach gechillt und wenn der die Treppe hochgekommen ist, hat er mich immer noch nicht gesehen, weil ich mich hinter so Lüftungsschächten versteckt habe. Und in dem Moment, wo der kann, er darf mich ja nicht töten oder schlagen oder sowas. In dem Moment, also wo er nicht mehr schnell weg konnte, habe ich ihn erschossen. Und es hat jede Menge Punkte gegeben im Endeffekt. Und das habe ich dann die ganze Zeit gemacht. Manchmal 10 Stunden am Tag, so am Wochenende. War richtig schlimm. Ja. So sonntags hast du angefangen. So sonntags morgens. Oder samstags morgens, abends so mit Freundinnen und Freunden getroffen und dann go, ne? So. Da habe ich aber auch Zeit verplempert und apropos Zeit verplempern, das kann man in einem Spiel auf PlayStation 3 am besten. Und das ist Skyrim. Ich habe das bei meinem Besten gesehen, ganz kurz. War davon mega begeistert. Und habe es mir dann selber geholt. Und ich wusste am Anfang nicht mal, dass es über Drachen geht. Und als ich dann den ersten Drachen gesehen habe, war ich Feuer und Flamme. Ja, Mittelalter-Spiele waren in dem Zeitpunkt für mich mega geil. Ja, weil ich gleichzeitig auf dem PC welche gespielt habe und was nicht alles. Aber das war richtig heftig und das hat mir ultra gut gefallen. Aber Skyrim, da möchte ich eigentlich lieber in die PC-Folge mehr drauf eingehen. Ich habe an der PlayStation, also das kann ich ja schon mal sagen, weder am PC noch an der PlayStation das durchgespielt. Immer nur kurz vor Ende. Aber das werde ich auf jeden Fall noch ändern. Definitiv. Also das kann ja nicht sein, ne? So. Ja, kann ich doch noch was auspacken. Aber bei Skyrim habe ich auf jeden Fall immer und immer wieder die Dingesklasse. Also ich bin immer auf Bogen gegangen. Oder auf Magie. Immer Fernkampf. Und es hat mir so Spaß gemacht. Überhaupt das Bogenschießen war so geil, Alter. Das wirklich gaming-technisch gesehen für mich mit das beste Bogenschießen. Die besten Physics, das beste Verhalten. Und, sorry, wenn ich manchmal nicht rede, aber ich muss mich halt auch ein bisschen konzentrieren. Und gerade bei Skyrim, da hat es mir so viel Spaß gemacht. Jo, geh nach Himmelsrand oder wie die ganze Kacke da heißt und so. Überhaupt, wie die gelabert haben, die deutsche Synchro, einfach geil. Ja, episch. Die Musik. Leute, ich hab Star Wars gefeiert, von der Musik her.
Ich habe andere Filme gefeiert. Ich habe bei Spielen Super Mario gefeiert, so die Musik. Aber ich glaube bei Skyrim, ich habe noch nie so viele. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einen MP3-Player. Oder auf dem Handy? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich Musik dabei. Und ich glaube, ich hatte 8 oder 9 verschiedene Remixes und das Original da drauf. Ja. Mega geil. Bis heute noch eines meiner Lieblingsspiele. Da muss ich mir noch einen guten Let's Player raussuchen, der das gemacht hat. Ich möchte mir das angucken bei jemandem. Ja. Oh, wenn ich jetzt hier eingeparkt habe und das nächste Ding habe, geht's weiter. Und nein, ich teile das nicht auf. Oder soll ich es aufteilen? Ich teile es auf. Ja. Ich glaube, sonst wird es ein bisschen zu viel. Weil das hört ja kein Mensch aus. Gut, Leute. Seid auch das nächste Mal dabei beim zweiten Teil in Hinsicht der PlayStation 3 Spiele, die ich gefeiert habe, gehasst habe. Ne? Einfach mal so, haut eure Meinung in die Kommentare. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Treibt es nicht zu bunt und ich sage Tschüss. Bis dann.